Welt der Emotionen. Und hier hier haben wir die Gerechtigkeit. Und das bedeutet Energie der Gleichgewicht. Und als Potenzial gibt es den Gabe, sich mit den universalen Gesetz zu verbinden. Der Code ist eigentlich stark karmisch. Und was bedeutet das? Der Code bringt uns diese Energie von Vergangenheit. Aber Vergangenheit bedeutet nicht von Vergangenheit in diesem Leben, sondern Vergangenheit von dieser Reise als Seele im Universum. Ja? So, und bei diesem Code soll man eigentlich offen zur spirituellen Welt sein. Wenn du mehrere Blockade im Leben im Leben erlebst hast, bedeutet das, und bist am 8. des Monats geboren, bedeutet das, dass du noch nicht genug für diese Gesetze des Universums bist. Und jetzt, wenn du anschaust, jetzt ist die Zeit, etwas in diese Richtung zu verbessern. Und also 8 bedeutet eigentlich Symbol Infinit, ja. Und aus diesem Grund, die Energien sind von Vergangenheit, sind hier und jetzt. Gut, als Affirmation, ich erhole mich und kümmere um mich selbst in den Frieden. Und als Öl empfehle euch Rose of Sharon und Geranium. Mit diesen Öle können wir eigentlich diese karmische Situationen gut verarbeiten. Nummer 9. 9 bedeutet der Eremit. Es gibt die Energie der geduldigen Einsamkeit und Energie der Weisheit. Bei diesem Gott ist sehr wichtig zu wissen, ich gehöre Gott, ich bin in dieser Welt, aber ich gehöre Gott. Affirmationen, mein höchstes Selbst führt mich auf den Weg zur Erleuchtung. Also bei diesem Code ist sehr wichtig, auch diese Seite der Spiritualität zu üben oder zu erleben. Gut, Öl dazu. Zwei Einzeläule, ich glaube, Sage und Elemi. Gut, bei Code 10 haben wir Schicksalsrad. Und hier gibt es als Potenzial, Maximumpotenzial, Energie der Veränderung und Energie der Flux. Das ist eine Herausforderung für mich auch. Bei diesem Code soll man eigentlich die Zyklus oder das Zyklus zu respektieren, ja, anzunehmen und respektieren und Geduld dazu zu schaffen. Und das bedeutet auch Vertrauen, Universum zu vertrauen, ja?
Gut, Affirmation. Ich vertraue, dass das Universum mich die Geschehen bringt, um mein höchstes Selbst zu manifestieren. Also, wenn wir Geduld haben, manifestieren wir ganz sicher unser Potenzial, oder unsere Essenz, höchstes Selbst. Und als Oil, mein Lieblingsmischung, Believe. Believe ist wunderbar. Man muss eigentlich immer dabei das Öl haben. 11. Das bedeutet, du bist am 11. oder 29. des Monats geboren und das ist die Kraft als Energie. Im Potenzial haben wir Energie des Mitgefühls, Mut, Kraft, Selbstdisziplin sind andere Worte dazu. Affirmation, ich entdecke meine Kraft und das spirituelle Potenzial. Hier gibt es noch etwas Besonderes dazu, und zwar Fähigkeit, ganz hart zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn du ganz oder mehrere Mal diese Energie in deiner Matrix ist, hast du sicher diese Fähigkeit, stundenlang etwas zu arbeiten, ohne Pause. Zum Beispiel. Hier haben wir andere Mischung, die ich liebe, Transformation, und ich gebe euch Hyssop auch als wertvolles Öl. Diese Archetyp zu verarbeiten. 12. Der Gehängter. Hier Potenzial Energie des Dienstes. Das bedeutet, wir haben unsere Gabe ganz bewusst angenommen und jetzt arbeiten wir für diese Welt durch unsere Gaben. Gut, Energie des Dienstes und Energie der neuen Visionen. Let go, let God. Wir lassen die Kontrolle über eine Situation in unserem Leben und wir akzeptieren Gottes Wille. Affirmation: Ich bin bereit, die Komfortzone zu verlassen, um herangereift zu werden. Und als Oil Valor again, nochmal Valor. 13. Der Tod Code mit Energie der Transformation haben wir hier, die Veränderung in Umgebung mitzubringen. Also bei 13 müssen wir die Transformation akzeptieren. Anderen Weg gibt es nicht. Also, wenn du am 13. bist, dann hast du diese Fähigkeit, die Transformation im Leben, deiner Umgebung zu bringen. Affirmation: Ich verwandelte mich und werde wiedergeboren, indem ich sterben lassen, was mir nicht mehr dient. Und als Öl nochmal die Transformation. Die Mäßigkeit, Code 14, Energie der Heilung. Pass auf hier bitte, wenn du am 14. des Monats bist, geboren bist, bedeutet es, dass du diese Fähigkeit hast, die Heilung für anderen Menschen zu fördern. Ja, es ist eine sehr warme Präsenz, oder du bist eine warme Präsenz im Leben
den anderen Menschen. Affirmation, ich sammle mit Begeisterung alle meine Ressourcen und um Harmonie und Gesundheit in mein Leben zu bringen. Und hier empfehle euch andere Mischung, Purification. Das ist sehr wichtig für alle Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Purification. Immer in meiner Praxis habe ich das Öl da dabei. Gut, 15. Code bedeutet Energie der Entsch der Entwicklung. Ja, hier haben wir das Wort der Teufel. Aber es ist eine sehr wichtige Energie in unserem Leben und das bedeutet, mit diesem Code können wir eigentlich ganze Matrix öffnen. Das bedeutet ganze Chancen von Universum anzunehmen und große Schritte im Leben zu machen, nur durch diesen Code. Gut, als Affirmation oder aus der Dunkelheit und dem Chaos schaffe ich die Möglichkeiten, um die Grenzen zu überschreiten. Und das bedeutet, wenn wir Grenzen zu überschreiten, bedeutet unsere Abhängigkeiten zu verarbeiten. Und Öl dazu, Rose of Sharon und Sage. Der Turm ist eigentlich als Potenzial Energie, die Freiheit und Revelation. Das bedeutet, also wir sind beim 16. Und das bedeutet, was Neues ist, zu akzeptieren. Affirmation, ich befreie mich vor Unwissenheit und den Abgrenzungen alter Gewohnheiten und Strukturen, wenn sie aus den Bedürfnissen erwachsen werden, die sie erzeugt haben. Eule, Ingwer, schwarzer Pfeffer und Cassia. Oder eine kurze Affirmation dazu. Ich entdecke neue Perspektiven. Der Stern, Code 17. Gut, ich bin im Fluss mit Gott. Das ist Maximumpotenzial und Affirmation dazu. Eigentlich diese Personen brauchen in Verbindung zum Himmel täglich zu sein. Als Eule, Jasmin und Light the Fire. Der Mond. Affirmation. Meine Magie ist konstruktiv. Hier in diesem Code verarbeiten wir ganz viele Ängste davor. Die Personen, die unter diesem Code geboren sind, haben prophetische Träume. Bitte sei nicht ängstlich, wenn du etwas Besonderes träumst. Gut, und diese Menschen haben auch diese Fähigkeit, magische Sachen im Leben zu schaffen. Es geht um das Wissen vom Mond innerlich zu haben. Die sind geboren mit diesem Wissen. Öl dazu, Lavendel und Valor. Die Sonne. Ich kreiere Wärme und Licht mit meiner Klarheit und Begeisterung. Also diese Menschen sind
untergeboren und die sollen eigentlich strahlen. Die sollen positive Energie in Umgebung bringen. Das ist die Rolle dieser Personen. Gut, mein Licht und meine Strahlung sind sichtbar für mehrere Leute. Bitte habe keine Ängste davor zu strahlen. Energie, Entschuldigung, als Olle, Cassia, Joy, Clarity und Onitsha. Das habe ich von Aditya gelernt. Onitsha ist ein Sonne-Oil sozusagen. Gut, wir haben noch Gericht, das bedeutet Code 20, Wiedergeburt, Energie, die Verkündigung des Herrn. Und das ist, weil mehrere Menschen denken, in diesem Bild Erzengel Gabriel ist. Affirmation: Ich bin im Flux mit der Vision und der Wissen des Universums. Und hier haben wir nochmal Transformation, Harmonie. Und warum Transformation in Harmonie? Code ist eigentlich die Kommunikation zu Ahnen. Durch diese Energie kommunizieren wir oder erhalten wir Botschaften von Ahnen. Gut, 21, die Welt, die Energie des Universums und der Erweiterung. Eule dazu, Believe und Honkai. Also bist du am 21. geboren, dann diese sind deine Eule, Believe und Honkai. Als Affirmation, ich kreiere Frieden. Hier haben wir die weibliche Energie und das bedeutet Mutter Maria, aber Isis auch, weil wir in Ägypten sind. Ja? Gut, und der Narr. Das ist auch eine christliche Energie. Unter dieser Energie bin ich nach Ägypten eigentlich geflogen. Also, und das bedeutet, wenn du diese Arkana positiv oder diese Energie positiv in deinem Leben hast, hast du nicht mehr die Kraft, dagegen zu sein. Was bedeutet dagegen? Nein, zu dieser Chance oder zum Gift, Geschenk vom Himmel zu sagen. Ich versuchte dreimal nicht nach Ägypten zu fliegen und es war nicht möglich. Und für alle Menschen um mich herum war das wie eine, was machst du? Du bist verrückt. Was ist passiert mit dir? Etwas so. Das ist die Energie der Narr. Wenn etwas nicht möglich für andere ist eigentlich das Geschenk vom Himmel für dich sicher in dieser Situation. Hier haben wir Energie der Freiheit und Energie der Erweiterung. Und das bedeutet, Vertrauen an Gott zu haben. Öl dazu Sandelholz. Okay. Für Meditation. Ich habe etwas versprochen, eine Meditation zur Aktivierung der Ressourcen jetzt zu führen. Leider haben wir nicht Zeit und sowieso, ich brauche 20 Minuten ungefähr, um das Nervensystem zu regulieren. Und aus diesem Grund gebe ich euch die Möglichkeit, in einer Gruppe zu arbeiten. Und das bedeutet, du meldest bei mir und
Wir vereinbaren einen Termin für nächste Woche, wenn ich zurück nach Kairo bin. Vielleicht am Wochenende, nächste Woche. Von dort kann ich das besser schaffen, ohne Geräusche und so weiter. Wir aktivieren diese innerliche Ressourcen durch Archetypen von Matrix des Lebens. Okay. Wie gesagt, ich bin hier in Ägypten oder nach Ägypten umgezogen, und das bedeutet, habe ich ganze Zeit die Möglichkeiten, Programme mit euch von hier zu entwickeln. Ich warte auf euch hier im Oktober besonders, weil ich meinen Geburtstag habe und mit meinem Führungsreise aus Kairo habe ich etwas Besonderes entwickelt als Dankbarkeit, weil ich das sehr gut geschafft habe, und Dankbarkeit für großes Geschenk vom Himmel für mich. Und das bedeutet 9 Tage und 10 Nächte hier. In dieser Area, wo ich eigentlich meine Kräfte sehr gut spüre, und das bedeutet Power Place for me, Aswan und Luxor. Und hier können wir über unsere Matrix, unsere Seele sprechen und so weiter, und Übungen in spezielle Plätze zu machen. Der Preis ist ganz besonders. Ich sage euch nur das: unten 2000. Und das ist mein Geschenk an euch. Besonders haben wir die Möglichkeit, nur einzeln, wie gesagt, sogenannte einzelne Reise oder Familienreise, das bedeutet besondere Programme für eine Familie zu entwickeln. Ich habe noch eine gute Nachricht. Im November fange ich den Kurs über Matrix an, und für die Leute, die im Oktober nach Ägypten kommen, dann bekommen einen Rabatt im November für diesen Kurs. Also der Kurs ist mindestens 6 Monate dauert, und wir haben ganz viel zu lernen. Gut, und als Gruppe brauche ich mindestens 6 Personen, um das Kurs auf Deutsch anzubieten. Und noch etwas: bis am Ende des Monates habe ich Rabatt für alle Dienste bei Psychoessenz Carpent Duracchi sozusagen, auch als Dankbarkeit für meine Veränderung im Leben, die ich ganz toll finde. Und das bedeutet Basis, Matrix und Maya Cross, andere Archetypen, mit denen ich sehr gerne arbeite, nur 220. Das ist besonders preis wegen der Energie des Jahres. Und ich glaube, ich bin in Zeit. Ich wiederhole die Meditation, führe ich nächste Woche am Wochenende. Dafür solltest du dich bei mir melden. Ich bin erreichbar über Facebook, Carmen Tudorache, und ich habe zwei Kontos jetzt wegen Facebook. Lange Zeit ist das Konto war blockiert, und aus diesem Grund habe ich den
das zweite Konto geöffnet. Gut. Über Telegram bin ich nochmal erreichbar, Psychoessenz Carmen Todorache, und ich habe auch meine Seite auf Facebook Psychoessenz. Es ist ganz einfach, mich zu erreichen. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei euch, und wie gesagt, wegen dieser Geräusche nehme ich ein Video an und poste ich, wenn das erlaubt ist, in der Gruppe bei Aditya und Ayla. Und ich freue mich auf euch in diesem Jahr eigene Matrix kennenzulernen. Es ist sehr wichtig. Wir haben ein Potenzial, unglaublich in diesem Jahr, an der Hand, und es wäre schade, wenn wir diese Chancen nicht annehmen. Also, das ist Energie aus Ägypten. Energie der Magie, Energie der Liebe, Energie der Heilung. Und hier ist eigentlich ein Platz, wo man ganz wunderschöne Menschen kennenlernen kann und Freundschaft entwickeln kann, eine echte Freundschaft. So, Energie Ägypten bringt uns alles, was wir im Leben brauchen, um diese Welt ein bisschen verschönern zu können. Vielen, vielen Dank und ganz herzlich warte ich auf euch. In diesem Sinne, Carmen Todorakis.